So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Im letzten Part haben wir ganz viele Pilze gesammelt. Das war schön. Dadurch haben wir auch wieder was im Geldbeutelchen. Theoretisch. Wie viel kostet das? Tresor. 35.000. Ja. Was sagt der Wahrsager? Die Geister sind genervt. Leben vom Land, wenn jemand wirklich glücklich machen will, schenke der. Genau, ihr Lieblingsgeschenk. Ach, so macht man Leute glücklich. Wir nehmen mal 5 Goldbarren. Und. Ich glaube, wir sollten mal unsere Spitzhacke hochleveln. Ich kenne ein paar Rezepte. Ich dachte, ich schicke dir eins. Vielleicht hilft es dir mehr Erzabt Algensuppe. Und hallo, mein Freund. Der Bergsee war in letzter Zeit wohlgesonnen. Ich will mein Glück gerne mit dir teilen. Eine Maki-Rolle. Sushi. 100 Energie. Hallo Peter, ich würde gerne ein paar Informationen über die kommende Veranstaltung geben. Das Fest des Wintersterns. Es ist Zeit für die Gemeinde, sich an all das Gute in diesem Jahr zu erinnern und zusammenzukommen. Eine beliebte Tradition ist das Wichteln, bei dem jedem in der Stadt zufällig eine andere Person zugeteilt wird. Am Tag des Festes bringt ihr... Genau. Damit kann man auch mal Fettpunkte für eine zufällige Person sammeln und überrascht ihn mit etwas Besonderem. Dieses Jahr ist ein geheimer Freund Clint. Verrate es niemanden. Bürgermeister Lewis. Auf der Switch-Version war mein geheimer Freund Lewis. Verrate es niemanden. Bürgermeister Lewis. Das war so cool. Am 25. Was haben wir jetzt? Der 18. Also Clint. Clint ist unser Wichtelpartner. Gut, freue ich mich natürlich drauf. Swoop, swoop, swoop. Einmal wilde Saat. Ey. Zack, zack, gießen und... Hier auch wieder anpflanzen. Ah, hier oben. Und ich glaube, den Rest können wir schon reinschmeißen. Jo. Maki-Rolle. Ich behalte mal das ganze Energiegedöns. So, ich wollte zu Clint gehen. Fuck, daneben. Yeah, Story. Gut, dann kann man dem Partner mal ein bisschen Stories durchlesen. Zack. Und zack. Ich wollte mal nachschauen, ob jemand noch Geburtstag hat. Ich glaube, heute hat sogar noch jemand Geburtstag. Das könnte gut möglich sein. Düm, düm. Nein, gestern hatte der Zauberer Geburtstag. Fuck. Scheiße. Shit, shit, shit. Der Zauberer natürlich. Mist, ich dachte, es wäre heute. Ach Mann. Mit dem verstehen wir uns doch sowieso noch nicht so gut. Jetzt wäre der perfekte Moment gewesen, um sich einschleimen zu können. Verdammt. Egal, nächstes Jahr. Wo wir es dann vergessen, ne Maru? Hey, wie läuft's? Es läuft. Es geht. Alles easy. On the peasy. Oder so. Naja. 4 rote Schleimchen. Dann erledigen wir die noch schnell. Ebene 110. Oder 111. Was? Alter, also zum Glück bin ich erst in die Mine gegangen, bevor ich zum... 2 Diamond Spots. Wahrscheinlich, ey. Geh mal weg. Diamonds. There's diamonds in the house tonight. Lol, die Geister sind heute etwas genervt. Deswegen schmeißen sie Diamanten nach. Oh, Geister. Ihr könnt öfter so genervt sein. So mag ich euch. Und ein Smaragd. Alter. Au. Er war in mir drin. Ich fühle mich benutzt. Sonst noch Schleime? Nö. Dödüm. Düm. 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 Dödüm. Oh, Magmagie, oder? Dödüm. Düm. Düm. Hm.
Gib mir doch den. Genau, den Leiter. Ich brauche Schleim. Na, komm doch her. Komm doch her! Scheiß Fledermaus. Okay, sie will nicht. Ah, jetzt kommt sie, genau. Wenn ich hier mit anderen Sachen beschäftigt bin. Dann kommt sie angeschimmelt. Und wieder eine Dreier-Schrift drauf. Mann, ich will die Vierer. Oh, warte. Oh! Erstmal euch. Da ist da noch ein Amethyst einfach so. Nice, Mann. Zack. Das war nur heiße Luft. Okay, er steht da einfach so. Hallo, ich bin Deko. Ach, herrlich. Wir sind heute leicht genervt. Aha, ihr mich auch. Ich war nur super drauf. Zack. Dum, dum. Dum, dum. Aua. Ich glaube, ein Schleim fehlt noch. Können wir den vielleicht mal finden? Ein Schleim ist echt lächerlich. Aber vielleicht wollen sie uns ja nochmal zu einer Diamantenstelle locken, das Spiel. Kann ja auch sein. Ganz bestimmt. Nein, da ist er. Hinten im letzten Eck. So, soll's. Genau, rede mit Louis. Oh, 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 die Mine füllt sich mit giftigen Dämpfen. Schnell, gib mir die Leiter. Leiter. Fuck. Ich verteidige mich! Oh, schnell, Mine verlassen. Auf zu Clinty Boy. Mann, wieso gehe ich immer an die Bushaltestelle? Ich trottel. So, hi Clinty Boy. Oh, das Geschäft läuft etwas langsam. Soll ich erst noch Geoden aufbrechen? Ich breche echt noch erst noch Geoden auf. Zack. So, und Werkzeuge verbessern. Genau, 10.000. Aber dafür haben wir dann die Goldspitzhacke. Ist eine Investition. So, dann wird es Zeit für Spendengaben und Bücher lesen. Können wir was spenden? Oh ja, das da. Das haben wir noch nicht gespendet. Und ansonsten haben wir alles schon gespendet. Okay. Hat, nein, 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 nein. Nicht der Fischer. Hier fehlt ein Buch. Ich glaube, ich muss auf die andere Seite. Jetzt. Notiz von Gunther. Wow, diese Bibliothek ist dank deiner Hilfe echt klasse geworden. Vielen, vielen Dank. Wow, das war eine sehr schöne Notiz. Der Angler, Akt 2. Tex Gordy. Erzähl mir deine beste Angelgeschichte. Ich habe eine ganze Menge großer Fische gefangen und ein paar davon waren sehr selten und schwer zu fangen. Aber es gab einen, bei dem ich 3 Tage und 3 Nächte gekämpft habe. Ich nenne diesen Fisch... die Legende. Sie war ein gewaltiges Biest und je stärker ich an der Leine zog, desto stärker zerrte sie zurück. Ich war nur für einen Moment unachtsam und sie riss mein Boot in zwei. Seitdem habe ich nie mehr gefischt. Denkst du, dass du sie jemals fangen wirst? Wenn diese Person ein Meister im Fischen wäre, alle anderen seltenen Fische bereits gefangen hat und ganz wichtig das Richtige gegessen hat, dann vielleicht. Aber vor allem musst du das Wasser respektieren, mein Sohn. So, meinst du, du bist Vater? Ja, mein Junge. Oh, dramatische Musik während der Vorhang fällt. Ach, was für eine Scheiße. Technologiebericht. Die Blaupausen für eine fortschrittliche Maschine namens Kristallarium werden vor einer Weile veröffentlicht. Diese Maschine kann Kristalle praktisch aus dem Nichts wachsen lassen, wodurch ihr im Besitz ein endloser Vorrat an wertvollen Edelsteinen winkt. Und so funktioniert sie genau. Edelstein rein, dann warten. Früher oder später hat das Kristallarium eine Kopie aus dem darin abgelegten Objekt geschaffen. Es ist fertig, wenn es aufhört zu wackeln. Sobald du deinen Edelstein entfernt hast, fertigt das Kristallarium eine weitere Kopie an. Du musst es nie auffüllen, außer du willst einen anderen Edelstein reproduzieren. Unglücklicherweise funktioniert das Kristallarium nicht mit dem extrem seltenen Edelstein, der als prismatische Scherbe bekannt ist. Aus irgendeinem Grund interagiert das elektromagnetische Feld der Scherbe negativ mit dem Kristallarium. Also wir können alles klonen, außer die prismatische Scheibe, was ein Lieblings-Item aller Dorfbewohner ist.
Geheimnisse der legendären Angler erzählen von 5 seltenen und einzigartigen Fischen, die nur von erfahrenen Anglern gefangen werden können. Wenn sie einmal gefangen wurden, kommen sie nie wieder. Der Purpurfisch lebt im Sommer in den warmen Wassern des Ozeans. Er wurde am östlichen Ende des Strands gesichtet. Der Gletscherfisch, der nur im Winter auftaucht, kann am südlichsten Spitze der Pfeilkopfinsel im Zundersanftwald, wo der Fluss in den Ozean mündet, geangelt werden. Zundersaftwald. Der Anglerfisch wurde im Herbst im Norden der Stadt gesichtet, wo der Fluss die Berge herunterfließt. Es gibt Gerüchte über einen ominösen Fisch, der in der Kanalisation lebt. Er ist der letzte einer Spezies, die noch nie zuvor gefangen wurden und ist als die Legende bekannt. Man sagt, er lebe in einem Holzklotz, der in den Tiefen des Bergsees verborgen ist und zeigt sich nur an regnerischen Frühlingstagen, um an Froscheiern zu knabbern. Nur der fähigste Fischer kann sich Hoffnung machen. Genau, verbessere die Angelkünste, respektiere das Wasser und entferne nicht zu viele Fische aus dem Ökosystem. Also angel einfach nicht zu gut. Habe etwas Merkwürdiges im Tunnel auf dem Weg aus Pelikan gefunden. Dort ist eine kleine Tür verborgen in der Dunkelheit. Konnte sie aber nicht öffnen. Gunther. Genau, das ist da, wo man die Batterie reintun muss. Und ich glaube, kann es sein, dass wir alle Bücher haben? Lol, ich glaube, wir haben alle Bücher. Cool. Das freut mich. All Books, Mann. Tja, dann machen wir noch. Warte mal, das Inventar natürlich aufräumen. Wir haben alle Bücher. Krass. Okay, gehen wir noch ein bisschen angeln. Mhm. Oder was sagen denn unsere Fähigkeiten? Wir haben Minenarbeit Level Stufe 10. Woo! Wir haben es geschafft, wir müssen nur noch pennen gehen. Genau, Fischen sammeln und Kampf sind noch richtig scheiße. Aber wir haben die Minenarbeit endlich hoch. Wow. Oh ne, schon wieder so ein Assi-Fisch. Auf den habe ich keine Lust, Mann. Aber wir können ein paar Nautilus-Muscheln sammeln. Hey, Wow, ich war gerade in der Blockenanimation stecken geblieben. Faszinierend, dass sowas passiert. Verschwindet ihr blöden Möwen. So, natürlich auch ganz wichtig, Seeigel. Und die Korallen. Dass wir hier das Ökosystem aufrechterhalten. Oder irgendwie so. Aber wir sind wieder voll. Komm, scheiß auf Harz, Mann. Und immer noch voll. Dann scheiß auf zwei Schleim, Mann. Ah ja. Nochmal zwei Diamanten. Dann kommen wir auf 20.000 von der Kohle. Oh, oh, oh. Komm, scheiß auf den Löffel. Ganz ehrlich, getrockneter Seestern. Ich glaube, den können wir aber spenden. Gleich mal ausprobieren, Junge. Ja, ich brauche auf jeden Fall für den Frühling ein bisschen Kohle, aber ich will eigentlich auch in die Wüste endlich gehen. Ja, wir können den Stern spenden. Und als Belohnung kriegen wir nichts Geiles. Nö. Du hast ja alles noch da drin. Gunther ist ein Hammer-Lagersystem. Können wir nochmal gucken, ob es vielleicht doch Glücksmahlzeiten gibt. Ne, Penny? Oh, hi, willst du reden? Ja, willst du einen Smaragd? Oder haben wir dir schon... Nee. Okay, dann kriegst du kein Geschenk diese Woche. Du hast es ja verkackt. Lea, es ist momentan echt schwer, frische Zutaten zu finden. Du magst doch bestimmt... ein Seeigel. Nein, keine Ahnung. Dolomit? Nein, warte, bevor das zu wertvoll ist. Ein Amethyst? Probieren wir es mal mit Amethyst. Jeder hat... Ach, scheiße. Mann, ich dachte, alle Frauen stehen auf Schmuck und so. Lea ist besonders. Lea steht auf Kunst. Hi, brauchst du was? Nee. Vincent, magst du eine Stechpalme? Du bist echt so langweilig wie die meisten erwachsen. Halt die Fresse. Du kriegst von mir... ein Segel? In die Hand gedrückt? Ein Barsch. Du kriegst von mir einen Barsch, weil du bist ein... Das ist nicht lustig. Ich verstehe diesen Vincent nicht, man. Der mag einfach gar nichts.
Voll dumm. So, ich wollte in den Pub, genau. Moin. Willst du was trinken? Mein Vater arbeitet beim Militär und ist auf Einsatz gegen das Gotoro-Reich, deswegen ist er nicht hier. Gotoro-Reich, aha. Leute, merkt euch dieses Reich, denn vielleicht wird es noch irgendwann wichtig oder auch nicht. Na, Pam. Ich habe mich schon den ganzen Nachmittag auf dieses Getränk gefreut. Es muss kalt für diese armen Tiere sein. Ich frage mich, ob irgendwelche Fische... Ja, Fische. Hey, du siehst aus, als könnte ich einen Drink vertragen. Was machen wir eigentlich hinter der Theke, Mann? Gemüse, Unmenschlich. Ne? Atme tief durch. Hast du bemerkt, das ist der Geruch der See. Was willst du? Lass mich in Ruhe. Oh, scheiße, ich darf nicht in der Mülltonne rumwühlen, wenn die da stehen. Stechpalme. Mann, voll unnötig, diese Stechpalme. Dürüm. 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 Moment. Einlagern. Komm, ja, ich tu mal wieder alles überall rein. Swoop, swoop. So, bis dahin. Okay, warte, vier Steine. Ey, vier Steine. Eine Koralle, Koralle. Komm, eine Nautilus-Muschel verkaufen wir. Das Kalzit, die Stechpalme. Ah ja, wir haben wieder Goldbarren. So. Dann nehmen wir nochmal raus vier Kohle und... Achso, das Golderz sollten wir reinlegen. Und 20 Eisen. So, rein da und wir legen uns mal früherzeitig pennen. Yes! Edelsteine sind mehr wert und dass Geonen gefunden werden, ist verdoppelt. Edelsteine sind mehr wert. Ah, wird auch sofort schon angewandt. Also fast. Hier steht es irgendwie dran, aber... Gut, dass wir das Dings noch nicht verkauft haben. Oh, die Korallen. Oh ja. Gut, dass wir die Diamanten noch nicht verkauft haben. Das kann man nämlich am nächsten Tag dann... Leute, wir haben Minenarbeit Level 10. Das ist die zweite von 5 Fertigkeiten. Als nächstes kommt dann... Ja, Kampf wird auf jeden Fall... als nächstes Level 10 erreichen, dann sammeln und am Schluss fischen. Weil Fischen ist richtig dreckig. Gut, dann würde ich sagen, das war's für den Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hänsel Peter. Ciao.